Ich freue mich, dass sogar Besuch aus Zypern dabei ist. Ich freue mich auf alle Teilnehmer, auch auf diejenigen, die diesmal ganz neu dabei sind. Wir haben wieder ein spannendes Thema zur Kölner Geschichte und rund um Köln. Und zwar geht es diesmal um die Entwicklung des Kölner Eisenbahnnetzes. Ich freue mich, dass wir gewinnen konnten, den Professor Dr. Winfried Reinhardt, der auch ein Mitglied unseres Kölner Ahnenforscher-Stammtisches ist, sich bereit erklärt hat, über dieses Thema zu referieren. Nicht ohne Grund ein Thema, in dem er gut drinsteckt, denn er ist bis zu seiner Pensionierung Lehrstuhlinhaber für Verkehrstechnik an der TH hier in Köln und hat sich dort eingearbeitet und dieses Thema verbreitet. Lieber Winfried, das Mikrofon ist dir und erzähl uns was zur Geschichte der Kölner Eisenbahn. Ja, vielen Dank, Horst, für die Einführung. Ich bin übrigens nicht verwandt mit Horst und Ingrid, auch wenn wir denselben Nachnamen haben, aber wir werden irgendwann bis Karl den Großen zurückgehen, dann werden wir feststellen, das ist unser gemeinsamer Stammvater, so wie das der Ministerpräsident ja auch festgestellt hat oder feststellen ließ. Entwicklung des Kölner Eisenbahnnetzes, darauf werde ich mich beschränken. Die ganze Kölner Verkehrsgeschichte ist natürlich sehr viel umfangreicher. Allein die Straßenbahnnetzentwicklung ist spannend. Und auch die Straßenentwicklung hier in Köln. Aber erstmal zum Kölner Eisenbahnnetz. Die Spurführung ist eine uralte Geschichte. Die Spurführung, die war meistens vor Tempeln eingerichtet. Hier ist so ein nachempfundenes Bild aus so einem Jugendbuch, Was ist was? Da wurde Technik erklärt. Das war also ein kurzes Stück vor den Tempeln. Und das hier nachempfunden, ein Tempel in Mesopotamien, so 2400 vor Christi ungefähr. Irgendein König wurde da befördert. Oder auch hier in Assur. Vor dem Ishtar-Tempel auch eine Spurführung. Also Spurführung ist alt. Oder hier Steinrillen in Tirol ist das, bei Imst. Da wurde durch die Spurführung wurde verhindert, dass die Wagen abrutschen, den Berg vielleicht runterfallen. Oder hier bei Mittenwald, in Kleist bei Mittelwald, auch eine Spurführung. Diese Spurführungsmaße sind ungefähr 1,10 Meter Breite. Das haben später die Römer übernommen oder es ist zweckmäßig. Je breiter es wäre, umso mehr Lasten kann man draufpacken auf die Wagen, aber umso breiter muss man auch die Wege machen, umso schwerer werden die zu beschalten. Und hier nochmal ein Bild durch die jahrelange Nutzung in Pompeji. Das vom heutigen Pompeji ein Bild, da ist auch die Spurführung dann durch die jahrelange Nutzung ausgeprägt worden. Und das Wissen dann um diese Spurführung, was man damit machen kann, ging verloren. Ein wichtiger Spurführungsteil ist hier in Griechenland. Der Isthmus von Korinth, da sind, glaube ich, so 6 Kilometer. Und hier wurden die Schiffe auf Rollwagen geladen. Und die 6 Meter sind dann auf diesen Rollwagen über diesen Spurführung gebracht worden. Und die haben dann rund 300 Kilometer Umweg hier um den ganzen Peloponnes gespart. Spurführung, also uralte Geschichte. Es ging verloren und dann hat das ein Deutscher wieder aufgegriffen, ein Sachs, der Georg Bauer. Oder damals war es modern, lateinische Namen zu haben, Georg Agricola 1500 und. Der hat das in seinem berühmten Bergwerksbuch aufgegriffen, die Spurführung hier mit den Wagen. Und das war das sogenannte Spurnagelsystem. Da war also unten zwei Balken, wo der Wagen drauf fuhr, und unten ein Nagel, der in diese Rille gegriffen hat. Und dann konnten die Wagen da nicht runterrutschen und haben ziemlich schmale Wege benötigen können. Das war also ein Vorteil. Oder auch die Spurführung hier in Originalwagen aus einer Grube in Siebenbürgen. Da war das schon etwas umgekehrt. Diese Rillen haben sich natürlich zugesetzt mit Dreck. Und dann kam jemand auf die Idee, hat gesagt, machen wir es doch mal andersrum. Machen wir praktisch hier auf dem Wagen eine Rille und eine Erhebung auf der Schiene. Das war also eine primitive Holzweiche. Da wurde einfach dieses umgelegt, rechts und nach links. Und damit die Richtung gewechselt. Also eine Grubenbahn aus Siebenbürgen. Hier der Originalwagen, der steht in Berlin im Museum aus einer Grube, auch eine Spurführungsgeschichte. Das ist ein Bild dann 1700 und, da wurde das langsam moderner. Ein Bild aus Newcastle in Mittelengland, das war ja der Vorreiter der Industrialisierung in England. Da war dann schon eine Spurführung, also hier so außen so Spurkränze, die verhindert haben, dass die Wagen rechts oder links abrutschen von diesem Gleis, von diesem Holzgleis meistens und wurden dann von Pferden gezogen. Und durch die glatte Fahrbahn war natürlich viel mehr Last zu bewegen, als wenn man auf der normalen Straße fuhr. Diese Spurführung gab es auch im Ruhrgebiet.
im Ruhrgebiet waren um 1825, da war die Eisenbahn noch nicht erfunden, gab es immerhin schon 50 Kilometer Schienenwege für Pferdebahnen, von Pferden gezogen, diese Wagen. Und dieser Wagen steht in Bochum, der Rauendahler Schiebeweg. Da wurden also die Wagen runter zur Ruhr gebracht, um die Kohle dort zu verladen. Dann hat jemand die Dampfmaschine erfunden, der Herr Newcomen, der hat die Dampfmaschine erfunden. Das Wasser wurde heiß gemacht, der Dampf, der trieb dann diesen Kolben nach oben. Dann wurde kaltes Wasser reingespritzt, dann kondensierte das alles. Dann wurde hier der mehr oder weniger ein Vakuum erzeugt, der Kolben ging wieder nach unten. Das war natürlich sehr umständlich, ehe der Kolben wieder unten war. Vom Herrn Newcomen, der hat auch einen geringen Wirkungsgrad an diese Dampfmaschine. Und der berühmte Herr Watt, der hat dann die Dampferzeugung von der Bewegung des Kolbens getrennt. Und hier sieht man, der Dampf ist also unten reingegangen, hat den Kolben nach oben getrieben. Und wenn der Kolben oben war, dann kehrte sich der Dampf automatisch um durch bestimmte Mechaniken hier und hat dann von oben gedrückt. Das war also eine doppelt wirkende Dampfmaschine. Der gute Herr Watt war an Fahrzeugen nicht interessiert, hat er kein Interesse daran gehabt, das in Wagen einzubauen. Und dann hat ein Herr namens Trevithick, der hat dann die erste Dampfmaschine auf Rädern gestellt. Das war dieses Ding. Und der ist dann 1804 zum ersten Mal mit dieser Maschine gefahren in Wales. Und der große Verbreiter von Lokomotiven, von Dampfmaschinen auf Rädern, war dann Herr Stevenson. George Stevenson, der hat dann diese Dampfmaschine auf Räder gebracht und hat dann einen Wettbewerb gewonnen und 1825 die erste öffentliche Dampfeisenbahn von Stockton nach Darlington. Das waren 40 Kilometer mit 34 Wagen zurückgelegt mit der Lokomotive Locomotion. Deutschland zog natürlich nach, hat den Adler kommen lassen aus England, ist eigentlich sehr beschämend für Mercedes oder andere Autohersteller heutzutage. Die Dampfmaschine wurde, glaube ich, im Mai bestellt und die war dann Anfang Dezember einsatzbereit in Nürnberg. Wurde also auf dem Rhein bis Köln gebracht, wurde umgeladen und dann weiter nach Nürnberg transportiert. Adler. Die Maschine ist bekannt als Adler, hieß aber streng genommen der Adler. Das war irgendwo ein Affront gegen die Aristokratie damals. Das ist der tolle Lokführer in Nürnberg, ein Engländer, der damals mehr verdient als der Direktor der Eisenbahngesellschaft. Und dann sind die diese 6 Kilometer zwischen Nürnberg und Fürth hin und her gefahren. Und das war dann die erste öffentliche Dampfeisenbahn für Personenverkehr in Deutschland. Die war übrigens, diese Strecke war nie mit dem deutschen Eisenbahnnetz verbunden. Ist dann später umgewidmet worden zu einer Straßenbahn und eingestellt worden als Eisenbahn, so in den 20er Jahren, 1920 irgendwann. Ja, Kölner Eisenbahnen. Nachdem Napoleon abgesetzt war, verbannt war, hat sich hier das Land, der Staat Belgien gegründet. Und Belgien, wie man hier sieht, Belgien war vom Rhein abgetrennt und die Nordsee war eigentlich nur über den Hafen Antwerpen zu erreichen. Und durch die Niederlande wollte man auch nicht, die haben hohe Zölle verlangt. Die Kölner wollten auch nicht gern durch die Niederlande, weil Niederlande hohe Zölle verlangt haben. Und es entstand die Idee einer Eisenbahn von Antwerpen nach Köln. Das haben die Kölner unterstützt und besonders führend war hier in Köln der Herr Kamphausen. Das war ein Kölner, Ludolf Kamphausen. Der war kurzzeitig auch preußischer Ministerpräsident. Der hat maßgeblich diese Eisenbahnidee vorangetrieben. Und es waren mehrere Streckenführungen im Gespräch von Köln. Favorit war die Strecke A von Köln hier Richtung Fliestädten an Bergheim lang, über Eschweiler, Stolberg und dann Eupen mit belgische Grenze, Limburg und weiter Richtung Antwerpen. Das haben natürlich die Leute hier in Aachen nicht ruhen lassen. Die wollten unbedingt an die Eisenbahn mit ran. Und da war die führende Kraft der David Hansemann aus Aachen. Der hat nicht intrigiert, sondern interveniert. Haben groß in Berlin sich beklagt, dass sie da nicht ran sollten. Und da wurde schließlich entschieden, es wird die Linie, so wie sie hier markiert ist, von Köln, hier über Kerpen, Düren, Eschweiler, Aachen und dann weiter nach Belgien. Die wurde dann gebaut. Dieser David Hansemann, der war kurzzeitig, glaube ich, preußischer Finanzminister oder auch Ministerpräsident mal. Der hat es also maßgeblich geschafft, dass die Bahn dann über Aachen fuhr. Der erste Bahnhof war am Türmchen 2, Bahnhof Türmchen. Damals gab es ja hier, wo jetzt der Theodor-Heuss-Ufer ist. Und der Ebertplatz war ein Sicherheitshafen angerichtet worden, der ziemlich schnell verlandet ist und zugeschüttet wurde. Und nördlich hier davon, da wurde der Bahnhof Türmchenswall eingerichtet und dann die Strecke hier an den verschiedenen Befestigungsforts vorbei Richtung Müngersdorf gebaut. Am 2. August 1839 war die erste Fahrt von
Türmchenswall zum Bahnhof Belvedere in Müngersdorf. 10 Minuten hat das gedauert, das waren 7 Kilometer. Dieser Bahnhof war nur kurze Zeit in Betrieb, denn später wurde die Strecke verlängert nach Aachen. Dieser Bahnhof soll, da protestiert Düsseldorf natürlich, soll das älteste Bahnhofsgebäude Deutschlands sein. Das gibt es heute noch, Belvedere. Da gibt es auch einen früheren Förderverein, der diesen Bahnhof weiter erhalten will. Prächtiges Bahnhofsgebäude. Und das war natürlich am Anfang ein großes Ausflugsziel, Belvedere, schöne Aussicht. Von da konnte man wunderbar auf Köln runtergucken. Das wurde also zum Denkmal dann auch erklärt, von 1839, ältester in Originalgestalt erhaltener Bahnhof Deutschlands in Müngersdorf. Das war dann die Fahrplantafel hier für 1860. In Köln 7.15 Uhr ab, in Aachen 9.15 Uhr an. Oder umgekehrt von Aachen hier 10.55 Uhr ab, 12.35 Uhr in Köln am Türmchenswall. Das Militär war dagegen, dass der Bahnhof in die Stadt verlegt wurde und hat dann später doch erlaubt, dass man am Rhein entlang durch die Stadtmauer fahren durfte, hier an der sogenannten Wegschnapp in Köln vorbei, diese mit dem Märchen, mit dem Falltor, wo die Leute hochspringen mussten, um irgendwas Essbares zu erreichen, an der Wegschnapp und dann in die Stadt rein. Und dann wurde später auch hier der Trankgassenbahnhof, ja, von Groß St. Martin in der Nähe, waren die Endstationen vom Trankgassenbahnhof. Umstieg auch vom Schiff, entweder auf den Zug oder auch hier, damals innerstädtischer Busverkehr, von hier dann zum Neumarkt. Dieser Trankgassenbahnhof, das ist hier ein Bild von 1884, an der Wegschnapp lang, unter der späteren Hohenzollernbrücke durch, bis zur Trankgasse, Trankgassenbahnhof. Der war ziemlich lange noch in Betrieb, zumindest für den Güterverkehr. Hier ein Bild von 1910, Kunibertskirche, St. Kunibert. Und hier waren noch die Gleisanlagen um 1910 zu sehen. Das war also der erste Bahnhof, der war 1894 dann für den Personenverkehr geschlossen worden. Dann gab es eine weitere Gesellschaft, die sie gegründet hat, die Köln-Bonner Eisenbahngesellschaft. Die wurde in Bonn gegründet und die hatte die Idee einer Rheinuferbahn, hier so ziemlich am Rheinufer lang, Köln, Rodenkirchen, Sürth, Wesseling und dann nach Bonn. Aber die haben festgestellt, auf der Strecke ist viel zu wenig los und dann haben sie eine Strecke gebaut von Köln über Brühl nach Bonn. 29 Kilometer, Bonn, Reusdorf, Sechtem, Brühl. Und diese Bahn endete in Köln am Bahnhof St. Pantaleon, am Pantaleonstor. Pantaleonstor, also auch schon innerhalb der Stadtmauern der Köln-Bonner Eisenbahn. Dann kam jemand auf die Idee und hat gesagt, 10% der Rohkohle sind im Tal der Wupper, werden dort verbraucht und die Transportkosten machen 2/3 der gesamten Kohlekosten aus. Und da müsste man dann eine Bahn errichten. Und das war wieder dieser David Hansemann aus Aachen, der eine Bahn geplant hatte von Köln nach Minden, die Köln-Mindener Eisenbahn. Er hat dann die erste Strecke eröffnet von Köln-Mindener Bahnhof, das ist heutzutage Deutz hoch, hier nach Düsseldorf hin. Das erste Teilstück 1845 und vom Trankgassenbahnhof, Türmchenswall Bahnhof nach Müngersdorf und Aachen. Und inzwischen war auch hier die Bonn-Krefelder Eisenbahn vom Krefelder Bahnhof, den es in Köln gab, hoch nach Mönchengladbach und Krefeld. Und die Köln-Bonner Eisenbahn von Pantaleonstor runter nach Bonn. Das ist ein Bild hier von 1855. Also 1, 2, 3, 4 Strecken. Die Strecke nach Wuppertal, die kam erst viel, viel später. Ja, und die Strecken endeten also hier am Rhein. Es war nur diese Schiffsbrücke, die sehr schlecht zu queren war, weil die andauernd aufgemacht werden musste, weil Schiffe hier durch wollten. Also eine Pontonbrücke. Und da kam man, ja, war nicht schwer zu erkennen, auf die Idee, hier einen Rheinübergang für den Schienenverkehr zu bauen. Und das ging dann endlich los. Und zwar hat man, damals hieß das so schön, in untertänigster Weise ein Gesuch zu Füßen des Thrones niedergelegt. Köln gehörte ja damals zu Preußen. Und der König hat dann gnädig zugestimmt, dass hier eine Brücke gebaut werden konnte. Und die hat man dann angefangen 1855. Die Brücke wurde gebaut und wurde 1859 eingeweiht. Das war die sogenannte Mausefalle, Musfall, hier über den Rhein. Und dann ging es hier abwärts auf die Straßen, ebenerdig hier zu dem damaligen Zentralbahnhof. Und hier vorne, die Brücke war natürlich mautpflichtig, die Eisenbahngesellschaften mussten zahlen, aber auch die Fußgänger und die Kutschen, weil da alles rüber wollte. Hier waren Zahlhäuschen, hier am Westufer. Hier drüben war ja die selbstständige Stadt Deutz.
Hier war Köln. Ein späteres Bild hier auch nochmal mit diesen martialischen Türmen, mit dem Standbild eines Königs und die Zahlhäuschen am Anfang. Die Brücke von 1859. Zwei Gleise und eine Straßenverbindung. Die charakteristische Form, also die Käfigform, deswegen Mausefalle, hier über den Rhein. Dieser Zentralbahnhof, man hat sich überlegt, wo der hin sollte. Und die Franzosen hatten ja die Kölner Universität dicht gemacht. Und da war der Botanische Garten, der zur Universität gehörte, war auch überflüssig. Und der lag ja nördlich vom Dom. Der Dom war ja nicht weitergebaut worden in 1850, 1860. Der wurde ja später weitergebaut, 1888 dann fertiggestellt. Man hat also den Botanischen Garten zugebaut und hat dort einen Bahnhof hingebaut. Das war der erste Bahnhof von Köln, der erste Zentralbahnhof. Der wurde auch 1859 eröffnet, dann zu der Zeit, wo die Brücke dann fertig war. Das ist der Zentralbahnhof. Ja, die Eisenbahnstrecken. 1839 ging es also los, Bahnhof am Türmchen bis Müngersdorf, bis zum Bahnhof Belvedere. Dann 1840 weiter von Belvedere Richtung Aachen. 1844 Bahnhof Pantaleon nach Bonn. 1845 vom Köln-Minder Bahnhof hoch nach Düsseldorf. An diesem Bild schon mal, der Christoph hatte die Fragen nach den ehemaligen Bahnhöfen. Später war dann hier eine Strecke gebaut worden, 1872 von der Bergisch-Märkischen Eisenbahn, parallel praktisch zu diesem Stück nach Bergisch Gladbach und auch parallel von der Rheinischen Eisenbahngesellschaft nach Mülheim an der Ruhr. Und die Bahnhöfe lagen nebeneinander. Bergisch-Märkischer Bahnhof und der Köln-Minder Bahnhof. Und die Rheinische Eisenbahngesellschaft, die hat von hier unten, von Troisdorf, eine Strecke hochgebaut und hat sich einen Bahnhof hier in Köln-Mülheim gebaut. Und ein paar hundert Meter weiter die zwei anderen Bahnhöfe der anderen Eisenbahngesellschaften. 1855 vom Türmchenswall nach Neuss. 1856 die Verlängerung zum Trankgassenbahnhof. 1859 dann der Hauptbahnhof. Die Rheinische Eisenbahngesellschaft schloss dann hier einen Ring, hat dann einen Ring gebaut. 1859 um Köln rum, hat die Strecke nach Bonn erreicht. So sah das ungefähr 1859 aus. 1868 kam dann die Rheinische Bahngesellschaft, hat hier nach Wuppertal die Strecke gebaut und nach Bergisch Gladbach. Und dann wurde die Strecke verlängert, hier zum Bahnhof, der heute Deutz-Tief ist. 1872 diese Strecke, 1881 dann die Verlängerung am Deutzer Rheinufer entlang und dann natürlich weiterhin vorwiegend dann als Güterverkehrsgleise. Das war der sogenannte Schiffsbrückenbahnhof, also der hier vorne in Deutz südlich der Hohenzollernbrücke lag. Und da haben natürlich die Deutzer unheimlich gejammert, weil natürlich die Aussicht von Deutz auf das schöne Kölner Rheinpanorama war verbaut. Der Bahnhof der Köln-Minder Eisenbahn, die Drehscheibe, hier ist ja die Turmreste von dem Kastell in Deutz. Hier war noch ein Stück Vorwerk. Das war also die Sicht dann von der Kölner Innenstadt rüber nach Deutz. So sah das aus. Personenbahnhof in Deutz, Schiffsbrückenbahnhof. Und hier war noch die Schiffsbrücke, die also für Schiffsdurchfahrt immer geöffnet werden muss. Und das war nachher bloß noch lästig. Die Reste vom Schiffsbrückenbahnhof stehen jetzt noch oberhalb vom Rheinufer, vor dem Rheinboulevard, der da in den letzten Jahren gebaut wurde. Das sind also die Reste vom Schiffsbrückenbahnhof hier am ehemaligen Lufthansa-Hochhaus. Ja, dann gab es hier im Osten von Köln eine Menge von kleinen Bahnen, denn die Leute, die nicht an die Bahn angeschlossen waren, wollten natürlich auch eine Bahnverbindung haben. Und dann hat man gesagt, gut, bei euch verzichte ich auf den hohen Standard, ihr dürft Meterspur verwenden, die Sicherungsbedingungen sind nicht so hoch und die Geschwindigkeiten sind nicht so hoch, alles etwas einfacher. Und dann gab es hier die verschiedenen Bahnen hier im Umkreis von Köln, hier im Osten von Köln, Aggertalbahn, die Bahn Köln-Overath, Wildstein-Waldbröl, Wildtalbahn, Brüchermühle, Wildberger Hütte, Gummersbacher Kleinbahn und andere Bahnen hier im Osten von Köln. Viele davon sind natürlich inzwischen stillgelegt. Einige Bahnen wird versucht, die wieder zu aktivieren. Manche sind zu Radwegen gemacht worden. Dasselbe im Westen von Köln, Kleinbahnen von Ameln, Bettburg, Bergheim, von Elsdorf, Bergheim, Horrem, Oberbolheim, Kerpen, Brühl, Liebla, die Köln-Bonner Eisenbahn, die Köln-Frechen-Benzelrater Eisenbahn und anderes mehr. Die große Eisenbahn der Rheinischen Bahngesellschaft, bis hier verzeichnet, das ganz normale Eisenbahnsymbol, sozusagen von der Rheinischen Eisenbahngesellschaft.
Und die Köln-Bonner Eisenbahn, die haben hier ihre Regionalbahn gebaut. Das ist heute die Linie 18 der Straßenbahn, genau wie hier die Rheinuferbahn, was heute die Straßenbahnlinie 16 ist. Durch Rodenkirchen, durch Wesseling und Wettich, Hersel und die anderen Orte. Eine andere Bahn, die Köln-Frechen-Benzelrater Eisenbahn, zu den Keramikfabriken und dem Abbau von dortigen Bodenschätzen übers Haus Forst, hier zum Nieler Hafen, hauptsächlich als Güterverkehrsbahn. Das sind die Betriebsanlagen der HGK heute, der Häfen- und Güterverkehr Köln. Anfang der 1990er Jahre hat sich die KVB entschlossen, Personenverkehr zu betreiben. Und die Güterbahnen der KVB wurden an die Häfen- und Güterverkehr Köln gegeben. Das sind also die roten Strecken hier bis zum Hafen Godorf, wo immer noch die Diskussion ist, Godorfer Hafen ausbauen oder nicht. Hier diese roten Strecken und hier im Norden von Köln. Und neuerdings ist ja da oben auch noch weiter, was die HGK expandiert ja ständig. Ja, Köln hatte jetzt seine Stadtmauer und die Preußen haben dann Köln zur bestgesicherten Stadt Preußens gemacht, haben hier einen Festungsring erbaut und vor dem Festungsring musste ein Gelände frei bleiben, falls der Gegner angreift. Und als dieser Ring fertig war, hat man erkannt, die Geschosse, die Kanonen sind jetzt viel besser, man kann jetzt viel weiter schießen. Dann haben die einen zweiten Ring gebaut von Festungen ganz außen, von Forts und anderen Befestigungsanlagen. Und da wird jetzt auch versucht, einige von diesen Forts zu erhalten für die Nachwelt. Ja, dann waren die Bahnen um die Jahrhundertwende, um 1900, hauptsächlich hier nach Bergisch Gladbach. Dann die Parallelbahn hier oben nach Düsseldorf und nach Duisburg, nach Krefeld, nach Aachen und im Süden hier die Staatsbahn über Brühl nach Bonn. Und natürlich einige Straßenbahnstrecken, die hier nicht drauf und die nach Troisdorf, die Staatsbahn. Die Bahnen, die wurden ja alle verstaatlicht so um 1880 rum. Es gab dann also keinen Köln-Minden Eisenbahn mehr, keine Bergisch-Märkische Eisenbahn, die Rheinische Eisenbahngesellschaft auch nicht, sondern es war nachher zum großen Teil meistens Staatsbahn geworden. Deutsche Reichsbahn, Gedanke. Die hieß noch nicht so, aber war praktisch so. Hier waren Stadtteile entstanden. Die hatten um 1830, hatte diese Gegend hier 32 Einwohner und so 60 Jahre später gab es schon 30.000 Einwohner. Von den 30.000 Einwohnern, die ganzen Leute, die in Köln gearbeitet haben, mussten hier übers freie Feld gehen, dieses Schießgelände jenseits der Befestigung. Und hier waren auch schon Einwohner. Ja, Deutz war sowieso selbstständig, eine eigene Stadt und Mühlheim auch. Und Ehrenfeld, um da vielleicht abzuschweifen, es geht jetzt um Straßenbahn, Ehrenfeld hat dann gesagt, lasst uns doch mal eine Schienenbahn bauen von Ehrenfeld nach Köln rein. Und der wohlgeborene Rat von Köln hat gesagt, was erdreistet sich eigentlich denn vor, von uns was zu verlangen, von uns was vorzuschreiben, kommt gar nicht in die Tüte. Und deswegen war die erste Straßenbahn in Köln, die wurde nicht in Köln gebaut, sondern in Deutz. Hier von Deutz, Kalker Kapelle bis Kalker Kapelle, hier auf dem Stück 1875 war die erste Straßenbahn im Raum Köln. Und Köln selbst hat erst viel später nachgezogen. 1888 wurde hier alles eingemeindet, da hat sich Köln dann vergrößert. Das sah dann wie folgt aus, die Hohenzollernbrücke, hier der Zentralbahnhof mit der Umfahrung, hier große Bahnhof, Hauptgüterbahnhof Köln-Gerion, die Umfahrung der Neustadt und dann nach Westen oder später nach Süden oder hier auch Abzweigung nach Mönchengladbach, hier noch im Bahnhof Ehrenfeld. Also hier war noch viel Freifläche. Und die wichtigen Sachen von Köln, die lagen ja alle außerhalb. Das war hier, der Friedhof Melaten lag draußen, Gas- und Wasserwerke lagen draußen. Also die Eingemeindung von Vororten, die war schon notwendig. Das ist das Bild von 1894. Da gab es die Stadtmauern, da wurde die Stadtmauer gerade niedergelegt. Und das war das Bild 12 Jahre später. Da war das schon alles bebaut. Die Festungen gab es noch hier, aber hier vor der Stadtmauer, das Gelände war alles bebaut. Mit Anlage für die Neustadt war ja hier die Wiener Ringe. Das sollte aussehen so prächtig wie die Wiener Ringe. Der Zentralbahnhof, der reichte auch nicht mehr. Der Zentralbahnhof war überlastet. Und da hat man um die Jahrhundertwende 1896 einen neuen Bahnhof ausgeschrieben. Da war damals schon die Idee, den Bahnhof nicht an dieser Stelle zu errichten, weil das viel zu eng war, sondern ihn vielleicht am Aachener Weiher zu bauen. In der Gegend jedenfalls, oder dort, wo jetzt der Güterbahnhof Gerion war, aber es blieb am alten Platz. Die Führung der Hohenzollernbrücke oder Gleise direkt auf den Dom zu,
soll ein Wunsch des damaligen preußischen Königs gewesen sein. Also genau in der Achse des Domes liegt also die Zufahrt. Es waren 4 Stumpfgleise von Norden, 4 Stumpfgleise von Süden, 4 von Norden und 2 Durchgangsgleise rechts und 2 Durchgangsgleise links. Das war dann der neue Bahnhof, der dann so aussah. Das war der Bau um 1892 rum. Hier wurde die Halle gebaut. Der Dom war ja inzwischen schon fertig. Da wurde die große Halle gebaut. Hier die Kirche Maria Himmelfahrt. Am Ende der Stumpfgleise waren Wartesaalgebäude errichtet worden. Ja, und das waren die wichtigsten Bahnstrecken hier in Köln um die Jahrhundertwende, um 1900. Von meistens Güterbahn hier nach Deutz Tief oder hier Deutz Hoch, also der Bahnhof Deutz, der Bahnhof Mülheim, der Zentralbahnhof und hier noch Köln-West, Köln-Süd. St. Pantaleon war dann stillgelegt worden. Die Strecke von Pantaleon vom Vorgebirg war verlängert worden bis zur Markthalle hier, wo jetzt das Maritim steht. Da war ja die Markthalle früher. Und da gab es also Gleise direkt in die Stadt für diese Marktbeschicker. Die Brücke genügte auch nicht mehr den Anforderungen, die Mausefalle. Dann wurde die Brücke abgerissen und die Brücke wurde umgebaut und die Bahn wurde umgebaut. Man hat die ganzen Gleise im Hauptbahnhof zu Durchgangsgleisen gemacht. Da fuhren erst am Anfang 250 Züge pro Tag durch und dann bis 1928 500 Züge und dann fast 600 Züge. Und diese zweigleisige Dombrücke, Mausefalle, die reichte nicht mehr. Und dann hat man die Hohenzollernbrücke gebaut. Die Mausefalle wurde abgerissen und die Hohenzollernbrücke wurde gebaut. Martialische Eingangsportale, 4 Gleise, 2 und eine Straßenverbindung, auch für die Straßenbahn geeignet. Wurde dann in 3 Bögen über den Rhein geführt. Ein Hauptbogen, 2 Nebenbögen. Inzwischen war ja noch die Kölner Messegebäude da gebaut worden. Der Bahnhof immer noch am alten Platz, leider. Die Hohenzollernbrücke mit Kraftfahrzeugverkehr. Das war die Hohenzollernbrücke nochmal mit Busverkehr. Dann kam die Südbrücke dran. Die Südbrücke, die wurde 1910 gebaut. Inzwischen steht das hier alles unter Wasser durch die Rheinüberschwemmung. Vielleicht zieht sich das Wasser auch schon zurück. Das war aber eigentlich nur gedacht für Güterzüge. Da fahren vorwiegend Güterzüge. Es ist aber auch die Idee, jetzt eine neue S-Bahn-Linie da lang zu legen. Hier steht zu Recht 1910 Durchfahrt durch die Südbrücke. Der zeitgemäße festungsartige Ausbau der Vorbrücke ist beachtlich. Welche Geldverschwendung für eine noch nicht einmal schöne Optik? Die hat ja keinen Zweck gehabt, diese tollen Türme. Hier ist die Rheinuferbahn, die spätere Linie 16. Die Südbrücke heute. Dann war die Schiffsbrücke überflüssig. Die wurde 1913 außer Betrieb genommen und abgebaut. Wie gesagt, hier die Reste sind in der Rheinpromenade noch zu sehen. Es wurde zur Entlastung der Zufahrten am Hauptbahnhof über die Hohenzollernbrücke, da war ja eine Straßenverbindung auch, wurde die sogenannte Hindenburgbrücke gebaut, die Deutzer Brücke. Und eines dieser Kettenglieder ist vorne ausgestellt, noch als Ausstellungsstück hier am westlichen Ufer. Am Straßenrand ist das ausgestellt. So sah das am Hauptbahnhof aus, wo der alte Wartesaal ist. Ich glaube, der ist da. Da war ja unheimlich viel Betrieb mit der ganzen Straßenbahn. Und durch die Hindenburgbrücke, Deutzer Brücke, konnten dann die Bahnen verlegt werden. Die Straßenbahn entspannte die Situation am Hauptbahnhof. 1915, nicht viel anders, die Strecke nach Mönchengladbach hoch, die nach Aachen, nach Bonn, ja auch nach Troisdorf und hoch nach Düsseldorf bzw. nach Bergisch Gladbach. Der westliche Teil, die Hauptgleisanlagen, westlichen Teil, Köln Hauptbahnhof mit den ganzen Gleisen nach Köln-Nippes, nach Köln-Ehrenfeld, der Bahnhof Köln-West, Köln-Süd, weiter nach Bonn oder der östliche Teil, Köln-Deutz, Mülheim am Rhein, da sage ich gleich noch ein paar Worte zu, und ja, Köln-Kalk, hauptsächlich Güterverkehr um 1922. Es gab noch eine Besonderheit in Köln, um das auch zu sagen, weil es um Spurführung geht. In Köln gab es eine Seilbahn. Die existierte bis 1964. Und zwar war dort, wo die ganzen Bahnen zum Einsatz kamen, wo die Lokomotiven stationiert waren, war zu wenig Platz für Kohlevorrat. Und dann hat man ein Stück weiter eine 700 Meter lange Seilbahn gebaut, die also die Kohlen aus dem Kohlebunker geholt hat und zu den Lokomotiven dann transportiert hat, hier, wo die Lokomotiven beschickt wurden. Und zwar ging die von der Hornstraße
ging die hier rüber Richtung Hansaring, rund 750 Meter lang, hat also die Kohle von dort, nicht direkt vom Pascha, aber da zum Gladbacher Wall transportiert. Ja, dann gab es die schnellste oder komfortabelste Strecke am Rhein lang, den Rheingold. Ein fantastischer Zug. Die Originalwagen stehen hier noch in Köln in Longerich beim Eisenbahnmuseum, bei den Kölner Eisenbahnfreunden. Für damalige Zeiten also wirklich fantastisch. Erste Klasse. Ja, der Hauptbahnhof im Beginn der 30er Jahre, die schönen Dampflokomotiven. Dann gab es eine Besonderheit, und zwar wurde ein Schnelltriebwagen eingeführt. Der fliegende Hamburger gab es ja, der war sehr erfolgreich im Dritten Reich. Und da hat man auch dann Berlin-Köln, den fliegenden Kölner, eingesetzt, einen Dieseltriebwagen, der die Strecke Berlin-Köln in 4 Stunden 41 Minuten zurückgelegt hat. Und der heutige ICE, der braucht 4 Stunden 24 Minuten. Der ist 20 Minuten schneller als dieser Wagen in den 30er Jahren. Ja, ein Bild von 1944 mit den meistens Güterverkehrsstrecken, hier dunkel, und die hellgrauen, die Personenverkehrsstrecken. Köln-Ehrenfeld, Köln-Nippes, Köln-West, Köln-Süd, Bahnhof-Vorgebirgsstraße, Bahnhof-Kalk, Bahnhof Deutz-Tief und Deutz-Hoch. Ja, dann war Köln, im letzten Wehrmachtsbericht stand drin, das Trümmerfeld Köln wurde dem Feind überlassen. Die Hohenzollernbrücke war defekt, nicht zu gebrauchen. Die Leute fuhren zum Hamstern, besonders ins Vorgebirge. Die Vorgebirgsbahn war auch relativ schnell wieder in Betrieb. In Köln war das Kriegsende linksrheinisch am 6. März und rechtsrheinisch am 21. April. Die Brücken waren alle zerstört. Die Südbrücke war kaputt, Januar 45. Die Hohenzollernbrücke im März 45. Der Krieg war am 8. Mai zu Ende und die Vorgebirgsbahn, also über Brühl, die nahm den Betrieb am 22. Mai wieder auf. Ist die Vorgebirgsbahn wieder gefahren. Zu den Hamsterfahrten. Dort haben also auf dem Lande dann sich Nahrungsmittel besorgt und getauscht. Die Hohenzollernbrücke wurde notdürftig repariert. Ab August 45 wurde der Hauptbahnhof wieder nutzbar. Und 3 Jahre später die Hohenzollernbrücke, hier so ein behelfsmäßiger Überbau. Es ging dann aufwärts, hier von 1949. Die Rheinuferbahn bekam einen neuen Endbahnhof nördlich von der Hohenzollernbrücke. Sehen Sie hier diesen provisorischen Verbesserung oder provisorische Reparatur. Dann wurde die Rheinuferbahn ein bisschen gekappt. Hier war der neue Endhaltepunkt, aber Barbarossaplatz, Köln-Bonner Eisenbahn. Da gab es noch was Besonderes am Schienenverkehr in Köln. Und zwar hat ein schwedischer Industrieller, Axel Wenner Gren, hat eine Schnellbahn finanziert, die Forschung für eine Schnellbahn, die sogenannte Allwegbahn. Axel Wenner Gren. Und das Versuchsgelände war in Fühlingen. Von Oktober 1952 bis 1967 bestand diese Bahn zum Ausprobieren. Und man wollte, da hatte er große Pläne, wie Jahre später mit dem Transrapid. Hier in Fühlingen waren also diese Allwegversuchsbahn an der Merianstraße. Da ist auch kaum noch was zu sehen. Hier so ein paar Betonreste vielleicht noch. Ist alles abgerissen inzwischen. Ja, dann gab es unheimlich viel Streckenstilllegungen. Der ganzen Kleinbahnen hier im Osten von Köln und im Westen von Köln sind viele Kleinbahnen stillgelegt worden. Hier sind noch Großeisenbahnstrecken verzeichnet und auch beginnende Autobahnen. Zu den Autobahnen sage ich nachher noch was. Das sind die Autobahnen also im Raum Köln. Und einiges wird versucht, wieder zu beleben. Nach Marienheide, Gummersbach, Marienheide. Hier, die Strecke soll wieder belebt werden. Die funktioniert ja noch hier. Nach Engelskirchen, nach Gummersbach und soll weiter nach Marienheide wieder in Betrieb genommen werden. Ja, die Silberlinge wurden eingesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man so Nahverkehrswagen entwickelt. Die wurden aber dann auch modern. Die wurden umgebaut in neue Wagen, wurden eingesetzt bei der Citybahn. Hier die Citybahn, so ein Versuchszug, wurde eingesetzt und auf der Strecke Köln-Gummersbach. Auch schon ein paar Jahre her, Sie sehen noch die oberirdischen Telegrafenleitungen. Etwas modernisiert innen drin. Dann kamen Dieseltriebwagen, etwas moderner. Und das ist das Köln-Netz so ab 1977. Mit den Eisenbahnstrecken und mit den Straßenbahnstrecken. Also noch recht umfangreiche Eisenbahnanlagen hier in Köln. Und der KVB müsste man vorschlagen, die sollen noch mal gucken, ob die ihre Straßenbahnstrecken nicht auf vorhandene Eisenbahnanlagen, die sind ja zum großen Teil, besonders hier in Köln-West, da sind noch viele stillgelegte Eisenbahnstrecken, ob sie die nicht nutzen können für ihren Straßenbahnbetrieb. 2002 ist die Strecke Köln-Frankfurt eröffnet worden mit höheren Steigungen als üblich im Eisenbahnverkehr.
Da fahren auch stärker motorisierte Züge hier entlang der Autobahn A3 von Köln nach Frankfurt. 2002 auch mit dem Tunnel am Flughafen. Ausfädelung am Bahnhof Porzwan. Dann geht es in den Tunnel. Dann geht es hier unter Porzwan entlang. Hier zum Bahnhof Köln-Bonn-Flughafen. Und kommt hier wieder zum Vorschein im Einschnittung weiter nach Köln. Die Autobahn, die 59, verläuft hier ein kleines Stück parallel mit der Eisenbahn. Ja, S-Bahn-Strecken. Es gab ja dann Verkehrsverbünde, die also alles aus einer Hand machen wollen in einer Region. S-Bahn-Strecken hier von Düren, eine Strecke nach Au an der Sieg oder eine andere Strecke von Essen nach Nippes oder eine hier von Düsseldorf, linksrheinisch, bis nach Bergisch Gladbach, S-Bahn-Strecken. Ja, und das ist der Gesamtschienenverkehr im Raum Köln, Eisenbahnverkehr und Straßenbahnverkehr. Hier die 7 von Frechen, dann runter nach Zündorf oder die 1 hier von Benzberg quer durch Köln bis Weiden-West. Die 13 hier quer durch die Stadt oder die Ringlinie hier um Köln rum. Und hier oben die 3 und die 4 Richtung Leverkusen, die Straßenbahnstrecken und die großen Eisenbahnstrecken hier in die Stadt rein. Also Köln ist eisenbahnmäßig recht gut erschlossen. Da müsste man jetzt weitere Ideen entwickeln, um den Schienenverkehr fit für die Zukunft zu machen. Das ist ein Bild so von 1934, hier besonders was die Mülheimer Ecke betrifft. Also hier war ja von 1872 hier Deutz Tief, hier der Köln-Mindener Bahnhof, beziehungsweise der Bergisch-Märkische Bahnhof nach Bergisch Gladbach und nach Wuppertal hoch, Bergisch-Märkischer Bahnhof und daneben der Köln-Mindener Bahnhof für die Strecke Deutz hoch nach Düsseldorf hoch. Und hier von der Bahn, die von Troisdorf kam, hoch nach Mülheim an der Ruhr, der Bahnhof lag da, wo er heute auch liegt, der Mülheimer Bahnhof. Hier ist der jetzt hier Mülheimer Bahnhof, da lag früher auch schon der Bahnhof. Und hier die anderen beiden Bahnhöfe, hier ist eine Bahnstrecke mit einem Bahnhof und daneben die Strecke mit dem anderen Bahnhof. Der eine also von der Bergisch-Märkischen Eisenbahn und der andere von der Köln-Mindener Eisenbahn, der von der Rheinischen Eisenbahngesellschaft. Und die sind dann aufgehoben worden. 1909 ist dann diese Schleife hier, also diese Strecke ist aufgehoben worden. Und dann wurde diese Schleife hier gebaut über den neuen Bahnhof Köln-Mülheim. Und dieser Bahnhof Köln-Mülheim, der ist 1909 eingeweiht worden. Köln-Mülheim, also hier Bahnhof Deutz, hier dann außenrum nach Mülheim. Und diese Bahnhöfe hier sind aufgehoben worden. 1909 wurde dieser Bahnhof eröffnet. Und es war dann hier diese Neuführung der alten Strecken, die wurden hier aufgehoben. Ja, Mülheim am Rhein, ein Gleisplan. Deutz tief, Deutz hoch, die Bahnstrecken 1915. Ja, und jetzt zu den Autobahnen. Das ist eine Karte hier von 1931, Straßenkarte. Und sehen hier von Düsseldorf einige Landstraßen, die unterschiedliche Färbung, da geht es um den Belag, Pflaster, Teer und um Asphalt und so weiter. Also hier eine einfache Landstraße, Benrath, Opladen, Leverkusen, Mülheim, Köln, Kalk, runter, danach. Urbach, Wahn, Spich, Siegburg. So, die erste Kraftfahrzeugstraße, kreuzungsfreie Kraftfahrzeugstraße, ist von Konrad Adenauer initiiert worden. Das ging 1927 los. Eine echte Autobahn war es nicht. Es war zwar kreuzungsfrei, auch zwei Fahrstreifen pro Richtung, aber eine einzige Fahrbahn. Es war keine echte Autobahn. Ist ja heute die A555 von Bonn nach Köln. 1931 wurde die eingeweiht. Und wurde dann von den Nationalsozialisten runtergestuft zur Landstraße. Wahrscheinlich wollten die nicht, dass die erste Autobahn nicht von ihnen gebaut wurde. Das ist ein Grund. Die wurde runtergestuft zur Landstraße. Und dann hat man Autobahnpläne gehabt. Oder Autobahnpläne waren ja schon vor dem Dritten Reich weitgehend fertig, Autobahnen zu bauen. Der Fritz Todt, der war Nazi-Mitglied oder Mitglied der NSDAP seit 1922, also war einer der ersten Stunde und der hat dann seine Pläne, die Autobahnpläne vorgestellt. Die Autobahnpläne waren ja alle schon nicht von den Nazis, sondern die waren ja vorher schon fertig. Die Nazis haben dann das umgesetzt und er hat dann den Mythos geschafft von den Straßen des Führers. So weit her war das gar nicht.
mit der Arbeit der Nationalsozialisten an den Autobahnen. Und der Arbeitsmarkteffekt war auch sehr gering. Hamburg, Frankfurt, Basel, die Pläne waren fertig, aber die Weimarer Republik hatte kein Geld. Die Pläne lagen also in der Schublade. Und die Nationalsozialisten haben sich das zunutze gemacht, haben die Pläne vorgeholt und haben sie dann verwirklicht. Und haben die groß propagiert als Retter der Arbeitslosigkeit. Und dann, so schlimm war das alles gar nicht. So viele Arbeitslose waren da gar nicht beschäftigt. Und ziemlich teuer war es auch. Und es war damals sinnlos, denn die Armee hat das auch kaum benutzt. Sie hat auf die Eisenbahn gesetzt und nicht auf LKWs. Man hat aber in Vorgriff auf eine bessere Verbindung schon Autostraßen bauen wollen. Das ist hier eine Umgehung bei Opladen. Bei Opladen ist eine bessere Straße gebaut worden. Und das sollte mal dann später zu einer Autobahn werden, über Wiesdorf. Das ist eine Karte von 1927 und die sollte hier in Mülheim eingeführt werden, in den städtischen Verkehr. Und dann kamen die Autobahnpläne 1938, die Autobahn oben vom Kreuz Hilden, hier über das jetzige Leverkusener Kreuz, hier an Köln vorbei, Richtung Siegburg. Schon an der Straßenkarte von 1938 war das drin. Das ist auch eine Straßenumgehung und Straßenneubau bei Opladen, 1931, sollte auch für eine schnelle Autostraße gedacht sein, ist aber später leider nicht in die Autobahnplanung einbezogen worden, blieb also immer ein, wenn man so will, ein Torso. Ja, die Autobahn, Anschlussstelle Soningen-Langenfeld, Anschlussstelle Opladen, Leverkusen, in dem Fall noch ein Dreieck, Köln-Nord, Köln-Berg, damals Straßenkarte von 1938 für den Nordteil und für den Südteil. Köln-Delbrück, Köln-Königsforst, Siegburg-Troisdorf, Siegburg-Hennef. Und Siegburg-Hennef ist, glaube ich, das ist die einzige Schicht, die noch heutzutage besteht, als Zufahrt zu einer Straßenmeisterei. Die Ausfahrt gibt es nicht mehr als Autobahnausfahrt, aber die Zufahrt, da gibt es wohl noch zur Straßenmeisterei. Die Autobahn von Köln-Nord bis Kreuz-Hilden wurde mit riesigem Brimborium eingeweiht, 1936. Und zwar 4 Tage nachdem der Führer den ersten Spatenstich bei Frankfurt-Darmstadt getan hat. 4 Tage später war der Generalinspekteur des deutschen Straßenwesens dann hier in Köln und mit viel Brimborium wurde an diese Straße eingeweiht. Auf allen 4 Fahrstreifen in einer Richtung riesiger LKW-Verkehr, geladen Gästen, Fahnenschmuck und. Die Ausfahrt hier Köln-Nord ist das, nach Köln-Siegburg weiter, Industriegebiet, Köln-Düsseldorf, Reichsautobahn. Ja, und hier sind die Autobahnen nochmal verzeichnet 1958, wie das war. Die A1 hier runter, die A4, die A3, die 61, hier hinten 1958. Die Autobahn 4, die geht hier bis zum Kreuz Köln-Ost, schwenkt dann nach Süden und am Heumacher Dreieck geht dann die 4 hier nach Westen Richtung Aachen weiter. Und ab hier, ab Kreuz Köln-Ost, ist ja eigentlich keine Autobahn mehr, sondern eine Bundesstraße, 55. Die ist gebaut worden, die Zoobrücke, 66 eingeweiht, hier die Zoobrücke, dicht am Zoo, 66 eingeweiht. Und die endet ja hier an der A57, am Herkules-Hochhaus. Und es war echt geplant, diese Autobahn weiterzubauen als Autobahn, echt durch den inneren Grüngürtel. Und dann hier unten am Bonner Kreisel wieder anzukommen. Aber es gab damals schon Leute, die protestiert haben, haben gesagt, das geht nicht, unmöglich. Und dann wurden diese Pläne fallen gelassen, den Grüngürtel dazu bebauen. Man hat die Autobahn oder Autobahn ähnlich nur hier nur bis zum Herkules-Hochhaus gebaut. Wenn es interessiert, vielleicht doch nochmal sehen das Bild hier, Autobahnring. 1935, die Köln-Bonner Autobahn, die ja nur eine Landstraße war. Dann 1940 war schon ein Stück von der A3 gebaut. Und die A1 gab es auch bis Dreieck Leverkusen. Dann 1945 gab es hier schon rüber. Die Rodenkirchener Brücke war ja auch gebaut, beziehungsweise wurde zerstört und dann wieder aufgebaut. Dann weiter nach Aachen 1960. 1965 dann die A1 im Norden von Köln. Dann wurde 4-streifig, 6-streifig, 9-streifig ausgebaut. Ja, und 1990 sah das eben so aus. 4-streifig, 6-streifig, 8-streifig. 8-streifig hier, das Stück, glaube ich. Und hier hinten ausgebaut. Also Köln ist autobahnmäßig ganz gut erschlossen. Was fehlt, sind richtige Wegweiser. Köln-Innenstadt oder Köln-Zentrum geht es da rein. Man weiß in Köln immer nicht, wo man abfahren soll, wenn man sich nicht auskennt.
So, das war's von mir. Ja, lieber Winfried, vielen Dank auch für die Ergänzung. Sehr aufschlussreich. Was in Köln sicher noch fehlt, sind Brücken. Aber das ist ein altes Thema, ja. Ja, das ist ein altes Thema. Hier unten, ich wohne ja in Zündorf, also hier unten. Und es werden ja mehrere Varianten diskutiert. Hier bei Niederkassel, hier Lülsdorf, nördlich von Lülsdorf rüber nach Wesseling und hier auf die Schnellstraße, die nach Brühl führt, also hier rüber und dann hier irgendwo anzuschließen bei Spich, beim Spicher Seen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Varianten, die jetzt von der Autobahn GmbH untersucht werden oder von der Deutschen Autobahn, die neue Gesellschaft ist gegründet worden. Und es gibt auch schon seit Urzeiten, seit 40 Jahren gibt es schon die Idee, die Karte ist ein bisschen seltsam verzerrt, die Idee, die Straßenbahn, die in Zündorf endet, bis Bonn zu führen. Hier liegen Gleise, Güterverkehrsgleise von Dynamit Nobel, von dem Werk hier in Lülsdorf, umständlich hier nach Sieglar zu fahren, Troisdorf, Sieglar, auf die Strecke zu gehen bis Bonn oder neue Idee jetzt hier nur bis Lülsdorf und dann umsteigen in eine Bahn, die aufs Bonn kommt und hier den Rhein quert als Straßenbahnbrücke. Das ist hier im Süden. Und die neueste Idee hier, Fußgängerbrücken, Radfahrerbrücken hier in Köln nochmal. Winfried, war sehr gut gemacht, kam sehr gut an. Und ich glaube, die Geschichte des Eisenbahnnetzes ist doch eine spannende Geschichte und jeder hat da ein bisschen was für sich mitgenommen. Nochmal vielen Dank.